Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal oder willkommen zum ersten Mal hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und an dieser Stelle nochmal danke, dass ihr mich auch weiterhin unterstützt, auch wenn ich nicht mehr so hochfrequent posten kann, sondern eben nur noch, wenn ich wirklich Zeit dafür habe, ein neues Video hochladen kann. Nichtsdestotrotz ist mir der Kanal total wichtig und ich möchte auch weiterhin dranbleiben, dass ich immer wieder Infos hier droppen kann. Und heute ist es wieder soweit, dass ich mir die Zeit genommen habe, um mit euch über ein Thema zu sprechen. Und das ist ein sehr brisantes und auch sehr heikles Thema in der ganzen ME-CFS-Bubble. Und das ist das Thema Training bzw. Bewegung mit ME-CFS. Und ich möchte euch heute aus meiner Perspektive sagen, wann es der richtige Zeitpunkt ist, um mit ME-CFS mit dem Training anzufangen, mit Muskelarbeit, mit Bewegung, ja, im größeren Sinne. Vorneweg nochmal für alle, die mich nicht kennen, ich bin Marla. Hier auf meinem Kanal geht es um meine persönliche Heilungsgeschichte von ME-CFS. Ich bin derzeit ungefähr bei 60% recovered, also 60% meiner Gesundheit sind wiederhergestellt. Ich lebe wieder ein Leben und mir ist ganz wichtig zu betonen, dass es auf diesem Kanal wirklich um die individuellen Erfahrungen meinerseits geht und um die Lernprozesse, die ich mitgemacht habe, durchgemacht habe, um das, was ich erfahren habe und das, was ich hier an euch weitergebe in Form von ja, Tipps und auch einfach als ein Beispiel, wo ihr euch hier Informationen rauspicken könnt, die für euch eventuell sinnvoll sein können. Ich bin nicht aus dem medizinischen Bereich, also ich bin nicht professionelle Ärztin oder Therapeutin oder irgendwas, sondern ich teile hier mit euch meine Geschichte. An der Stelle distanziere ich mich auch von jeglichen Heilungsversprechen. Natürlich, dennoch vertrete ich ganz klar die Meinung, dass ME-CFS heilbar ist und dass man mit den richtigen Tools auch wirklich Verbesserungen bis hin zur Full Recovery erreichen kann. Ich bin selbst noch nicht da, aber ich bin davon überzeugt, dass ich bei 100% wieder ankommen werde. Wenn euch mein Kanal gefällt und wenn ihr auch weiterhin updated bleiben wollt, gerade weil ich nicht mehr so oft poste, dann bitte lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video raushaue. Das unterstützt den Kanal, meine Arbeit und es hilft vor allen Dingen, dass auch mehrere Leute, die auch CFS haben, diesen Kanal finden und vielleicht das ein oder andere Hilfreiche für sich mitnehmen können. Gut, steigen wir direkt ein ins Thema Bewegung bzw. Training mit ME-CFS. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Vorneweg ist es ganz wichtig zu nennen, dass es wirklich den richtigen Zeitpunkt braucht. Ja, wir wissen mit ME-CFS, gerade mit dem Problem der Post-Exertional Malaise, kann es sehr schädlich sein, wenn wir zum falschen Zeitpunkt anfangen, uns bewegen zu wollen, irgendwie Fortschritte machen zu wollen, also einfach Aktivität in den Tag reinbringen wollen, die da einfach noch total fehl am Platz ist, ja, dann bekommen wir Crashes, wir verschlimmern den Zustand und im Endeffekt ist das ja auch ein sehr angstbehaftetes Thema, weil das eben dramatische Folgen haben kann, wenn man zum falschen Zeitpunkt sich zu sehr anstrengt. Wann ist der falsche Zeitpunkt? Der falsche Zeitpunkt, um auf die Idee zu kommen, irgendeine Form von Sport zu integrieren, ist definitiv, wenn man in einem Crash ist, wenn man sehr frisch erkrankt ist, wenn man in dieser ganzen ersten Phase ist, in der es einem massiv schlecht geht. Das heißt, wenn man wirklich sehr stark von Symptomen geplagt ist, gerade was das Immunsystem betrifft, wenn man zum Beispiel sehr infektanfällig ist, wenn man hohe Entzündungswerte hat, wenn man sich wirklich einfach stark grippig fühlt, also diese ganzen typischen Krankheitssymptome, wenn die sehr stark sind und der Körper offensichtlich unter starkem Stress steht, weil er zu kämpfen hat und zu tun hat, das ist ein absolutes No-Go, um hier Bewegung in den Tag zu implementieren. Ja, also vor allen Dingen Bewegung auf einem größeren Level.
Der falsche Zeitpunkt ist es natürlich auch, wenn ich gerade zum Beispiel eine akute Erkrankung habe, aber das gilt ja auch für gesunde Menschen, wenn man einen akuten Infekt hat. Der falsche Zeitpunkt ist allerdings auch, wenn ich mich noch nicht wirklich stabil fühle, auch emotional gesehen. Ja, wenn ich stark merke, dass ich immer wieder schwanke, vielleicht ein bisschen hochgehe, trotzdem wieder runtergehe. Wenn das ganze Konstrukt, also der ganze Körper einfach noch zu wackelig ist und ich eben auch emotional auf der mentalen Ebene noch zu beschäftigt bin, noch zu viel im Gedankenkarussell bin, mir zu viele Sorgen mache oder so. Bei diesen ganzen Zuständen, die ich gerade beschrieben habe, da ist es erstmal wichtig, sich zu fokussieren darauf, auf die Darmgesundheit, auf Entspannung, auf den Körper runterfahren, auf qualitative Ruhe, Schlaf, ja, erstmal auf runterfahren, das System beruhigen, Entzündungen runterfahren, die Ernährung anpassen. Also da geht es wirklich darum, dem Körper die Zeit zu geben und den Körper in Ruhe zu lassen, ja, bei diesen eben beschriebenen Zuständen. Der richtige Zeitpunkt, um Bewegung und Muskeltraining in seinen Tag zu implementieren, ist gekommen, wenn ich an erster Stelle meine Ernährung angepasst habe, also mein Darm sich gut anfühlt, die Entzündungen runtergehen, weil wir wissen, wenn starke Entzündungen im Darm vorhanden sind, habe ich Entzündungen im Gehirn, habe ich überhaupt vielleicht überschießende Toxine im Körper, ja. Also die Basics müssen stehen. Darmgesundheit, die Baseline muss stehen. Das heißt, ich muss irgendwie schon durch meinen Alltag kommen mit den grundsätzlichen Dingen, die ich brauche, dass ich ins Bad gehen kann, dass ich mir was zu essen machen kann, dass ich vielleicht kurz rausgehen kann. Ja, also die Basics, um durch den Tag zu kommen, die müssen stehen. Meine Baseline muss gefunden sein. Der Schlaf muss gut sein. Das heißt, er muss noch nicht perfekt sein, aber ich muss merken, Schlaf bringt wieder etwas. Ja, ich komme zu einer gewissen Erholung. Ich habe vielleicht auch schon eine relativ gute Schlafroutine. Und was auch wichtig ist, dass Entspannungstechniken schon wirken. Egal, welche Entspannungstechnik man benutzt, ob es Meditation ist, Yoga Nidra, ob es Visualisierung sind, egal was. Ja, es gibt ja alle möglichen Formen von Entspannungstechniken. Ich muss merken, dass wenn ich die anwende, dass es mir was bringt, weil ich dann auch weiß, okay, ich habe hier eine gewisse Kontrolle über mein Nervensystem. Ja, weil es wichtig ist, dass wenn man dann zum Beispiel mit der Bewegung anfängt, dass man sich danach auch wieder aktiv runterzoomen kann, also runterfahren kann, indem man beispielsweise nach der Übung eine Entspannungstechnik einbaut. Also das ist der richtige Zeitpunkt. Ja, grundsätzlich kann man sagen, ich sollte mich, bevor ich anfange mit Muskelarbeit, gut fühlen, in einem Zustand, in dem ich nichts tue. Das heißt, wenn ich hier ruhig auf dem Sofa bin und in Ruhe bin, wenn ich dann keine Symptome habe oder sagen wir mal, keine ist ein bisschen unrealistisch, ja, aber einfach, wenn ich mich gut fühle, während ich nichts tue, dann ist der richtige Zeitpunkt, wo ich gucken kann, erste Übungen einzubauen. Warum ist Bewegung bzw. Muskelarbeit denn überhaupt wichtig? Man hört ja von allen Seiten, bloß nicht bewegen mit ME/CFS, bloß nicht über einen gewissen Puls rüberkommen, bloß nicht dies, bloß nicht anstrengen, du wirst sofort deinen Zustand verschlechtern. Ja, genau, weil man eben diesen richtigen Spot finden muss, wo man mit dieser Bewegung anfängt. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass man das tut, weil wir wissen, je mehr wir rumliegen und nichts tun, desto mehr wird der Körper abbauen. Wenn wir aus der Perspektive betrachten, was braucht ein Mensch für Gesundheit, dann gehört da immer zu, dass der Mensch Bewegung braucht und dass der Mensch auch Aktivität braucht, auch einen gewissen Sport, ja, ich sage jetzt das Wort Sport, damit meine ich aber nicht, dass wir gleich rausgehen und sofort Hanteltraining machen, ja, sondern der Körper braucht eine gewisse Belastung, ein Training, damit der ganze Organismus funktioniert, ja, das ist ja im Endeffekt auch immunstärkend und. Also der Körper braucht Bewegung und gerade mit ME/CFS ist es wichtig, dass wir nicht zu sehr in diesen Zustand verfallen, dass der Körper degeneriert,
Sondern es ist wichtig, ihn zum richtigen Zeitpunkt wieder anzureizen, weil, und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Faktor, weil wir die Mitochondrien aufbauen wollen. Ja, dieses ganze Thema Mitochondrien ist ja essentiell auch für die Genesung von ME/CFS. Wir wollen dadurch, dass wir Muskeln aufbauen, die Zahl an Mitochondrien erhöhen. An der Stelle möchte ich sagen, dass ich mich da am Konzept von Dr. Sarah Myhill orientiere. Eine, wie ich finde, sehr bewundernswerte Frau, die ebenfalls erfolgreich ME/CFS-Patienten behandelt. Ebenfalls meine ich nicht, dass ich das tue, sondern ebenfalls, weil es ja mehrere Leute gibt, die das machen. Und wer da schon mal in die Thematik etwas tiefer einsteigen will, sie hat ein Buch verfasst, das gibt es leider nur auf Englisch, das heißt It's Mitochondria, not Hypochondria. Ja, also es sind die Mitochondrien, es ist nicht, dass man hypochondrisch wäre. Und dort beschreibt sie ganz genau, wie Mitochondrien funktionieren, was sie benötigen und was auch die richtigen Übungen sind. Und sie betont unter anderem nämlich, und das ist das, was ich hier versuche zu vermitteln, dass es wichtig ist, mehr Mitochondrien aufzubauen, weil mehr Mitochondrien bedeutet für den Körper mehr Kraft, bessere Fitness, bessere Herzgesundheit. Also es gibt diesen Kreislauf zwischen eben Muskelkraft und Herzgesundheit. Also das bedingt sich gegenseitig. Und es ist ja auch so, dass wir erst mit Muskeltraining anfangen wollen, bevor wir mit Cardio anfangen. Weil wir wissen, Cardio erschöpft uns sehr, sehr schnell. Und es ist ja auch sinnvoll, wenn man diesen Rat befolgt, dass man nicht zu stark mit der Herzfrequenz hochgeht. Ja, wenn wir jetzt lange nichts gemacht haben und dann versuchen, joggen zu gehen, wird uns das stark erschöpfen und eher in den Crash führen, als wenn wir anfangen, langsam die Muskeln wieder zu aktivieren, die Muskeln vorsichtig aufzubauen, sodass sich erstmal eine grundlegende Stärke bilden kann, Mitochondrien neu gebildet werden und dann wiederum wird der ganze Organismus stärker und dann werde ich im Allgemeinen stärker. Und das ist wirklich ein Prozess, den ich auch bei mir persönlich gemerkt habe. Ab dem Punkt, wo ich mich leicht belastet habe und angefangen habe, dass der Körper wirklich minimal wieder aufbaut, werden selbst alltägliche Sachen einfacher. Ja, und das ist eben das, was wir erreichen wollen. Wenn wir mit dem Training anfangen, ist es natürlich wichtig, dass es immer angepasst ist an den individuellen Zustand. Wie gesagt, wir können nicht mit einer Menge anfangen. Man fängt an mit kleinen Übungen. Ich werde mich bemühen, dazu ein zweites Video zu machen, um das nochmal detaillierter zu besprechen. Und es ist wichtig, dass die Mitochondrien natürlich das richtige Futter haben. Und die Mitochondrien haben nur das richtige Futter, wenn unser Darm gefixt ist, also wenn unser Darm die Stoffe richtig aufnehmen kann, wenn wir dann eben auch die richtigen Supplemente zuführen. Wenn wir einen komplett zerrütteten Darm haben und noch gar nichts stimmt, dann ist der Körper mit ganz anderen Sachen beschäftigt, dann können die Mitochondrien auch keine Energie produzieren und es kommt auch nichts bei ihnen an. Das heißt, wir müssen, wie ich es eben schon gesagt habe, in einem halbwegs stabilen Zustand sein oder in einem ordentlichen Zustand sein. Die Mitochondrien müssen gut gefüttert werden können, die Mitochondrien müssen versorgt werden können. Und dann fange ich an, die Muskeln anzureizen, dass sie neue Mitochondrien produzieren. Und das ist dann im Endeffekt der Part, wo es anfängt, dass wir aufbauen können. Und ich distanziere mich an der Stelle von Graded Exercise Therapy. Es geht nicht darum, Übungen zu implementieren und dann rigide aufzubauen und immer wieder zu steigern, wie das bei Graded Exercise Therapy gemacht wurde, was ja auch stark kritisiert wurde, zu Recht, weil das ist schädlich, weil es nicht flexibel ist, sondern wir wollen eben flexibel bleiben. Wir wollen mit dem Gefühl, dem Fokus auf unserem individuellen Befinden bleiben, ne, und in uns reinhören. Und dann eben flexibel aufbauen und natürlich Pausen einbauen, wenn wir Pausen brauchen. Es geht darum, dann auszuprobieren, was fühlt sich gut an, was ist richtig für mich. Und ich werde, wie gesagt, nochmal ein paar mehr Details anbringen zu dem Konzept von Dr. Sarah Myhill. Ich sage aber an der Stelle auch, viele Wege führen nach Rom. Ich habe das nicht
so streng und rigide gemacht, wie sie es claimt. Dennoch halte ich ihr Konzept für sehr, sehr sinnvoll und es gibt da aber viele Abspaltungen, die man wählen kann. Wichtig ist einfach, dass man, wie gesagt, ab einem vernünftigen Zeitpunkt einsetzt, minimal anfängt, minimal steigert und erste Anreize setzt, um eben die Muskeln aufzubauen. Und das können unterschiedlichste Übungen sein, je nachdem, in welchem Stadium man ist. Genau, also das möchte ich erstmal dazu gesagt haben, dass ihr einfach wirklich wisst, ihr braucht den richtigen Zeitpunkt für Bewegung im Training, aber habt keine Angst davor. Es ist wichtig, euer Körper benötigt das und es wird, wenn ihr vorher die richtige Arbeit geleistet habt, wird der Zeitpunkt kommen, an dem ihr stabil genug seid, um aufzubauen. Und ich kann euch nicht versprechen, aber ich kann euch sagen, es wird ein Game Changer sein, weil wenn man erstmal wieder Anreize schafft, ja, und man merkt, okay, der Körper kann damit auch was anfangen, dann werdet ihr eure Recovery auch upleveln, also aufs nächste Level tragen. Seid geduldig damit wirklich, ja, nichts überstürzen, arbeitet an den Fundamentals, an den essentiellen Dingen, arbeitet an eurer Baseline, arbeitet an eurem Entspannungstechniken, an der Darmgesundheit, an allem dran und dann fangt langsam an, ganz langsam erste Anreize zu schaffen und langsam aufzubauen. Zu guter Letzt möchte ich an der Stelle dann auch noch ein Zitat bringen von CFS Health, das Programm, was ich ja auch mitgemacht habe, wo es sehr viel um Baseline geht, aufbauen und. Toby Morrison sagte immer, working in statt working out. Und das ist es im Prinzip. Ja, wir müssen wegkommen von diesem Fokus, working out, so hier Energien rausschießen. Ne? Nein, wir wollen Energy reinworken. Wir wollen, wie übersetzt man das denn in Deutsch? Wir wollen halt etwas für uns tun, Energien reinarbeiten. Ja, deswegen minimale, kleinste Übungen, wo der Körper von profitiert, wo er Energie mit aufbauen kann, wo er Mitochondrien aufbaut, wo er, ne, ihr versteht, was ich sagen will. Es geht nicht darum, es wieder Energie rauszuschießen, sondern Energie reinzuarbeiten. Und das passiert mit richtigen, angepassten Workouts zur richtigen, angepassten Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören, Leute. Lasst mir gerne Kommentare da. Nach wie vor ist auch meine Website erreichbar. Und für persönliche Gespräche stehe ich auch weiterhin zur Verfügung. Kommt gut durch den Tag. Wir sehen uns demnächst wieder. Und ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute. Macht's gut.